Hallo, heute ist schon 9. Tag der Krieg. Gestern Abend habe noch eine Familie so bekommen. Die haben uns zu Hause übernachtet und heute wir entscheiden noch, wie schafft man sie über die Grenze. Sie wollten eigentlich mit einem Hilfstransport fahren, aus Krakau also hinfährt und dann zurück, aber hat es gar nicht geklappt, weil der Hilfstransport stand oder steht immer noch an der Grenze und das dauert einfach zu lang. Leider mit diesen Problemen, also mit Evakuation ist es schwer funktioniert. Also viel versuchen sich evakuieren, aber auch viele wollen also zurück nach Ukraine. Junge Menschen, Männer, die fahren gern nach Hause, wollen ihr Land schützen. Das finde ich mutig, es ist echt super. Unser Zoll hat angemeldet 80.000 von solchen Männern und noch ungefähr, unsere Botschaft sagt von ungefähr also 16.000 bis 20.000 Freiwillige aus der ganzen Welt, die wollen gegen Russen kämpfen, also in der Ukraine. Sehr interessant, wie das alles läuft. Es ist schwer, also schwer zu sagen, ob ich mich freue und so, weil ich meine, es ist Krieg in meinem Land und friedliche Städte sind angeschossen. Ja. Gestern Russen haben angefangen, Atomkraftwerk anschießen in Saporischer Gebiet. Was kann man sagen? Ja, beide Szenarien also sind schlecht. Eine Szenarien, dass einfach Atomkraftwerk wird nicht mehr funktionieren und dann viele Menschen werden ohne Strom, Krankenhäuser werden ohne Strom. Und alles, es wird überhaupt also kein Strom zur Verfügung. Das ist schlecht. Andere Szenarien, also ist noch einfach viel schlimmer. Das ist einfach ökologische Katastrophe. Also ich will nicht euch erzählen, was heißt Problem mit Atomkraftwerk, Tschernobyl und Fukushima. Es ist einfach lebensgefährlich für viele Millionen Menschen. Das ist einfach reiner Terrorismus. Das darf überhaupt nicht mehr sein. Damit muss man aufhören. Heute ist auch zweiter Tag, als ich sehe ziemlich viel Verkehr auf der Straße. So, also gestern, ich habe also volles mitbekommen, ich wollte zum Bahnhof fahren, also Menschen holen und ich stand einfach ohne Ende. Wir haben also Bahnhof also gesperrt, also von dem Reinfahren. Das schafft man einfach nicht mehr. Und das ist schon also ein bisschen Balance. Von einer Seite darf man schon also schnell auf der Straße außer Ort fahren, aber langsamer in Ort. Ja, so ist das. Ja, also jetzt habe ich noch Familie geholt, also ein bisschen was geändert. Irgendwie jetzt mit allen Zügen, die stehen stundenlang. Hier und dort. Eigentlich war, ich denke, das war überhaupt nicht geplant. Evakuation, sowas. Vor zwei Wochen, das war dieses Wort, hat einfach nicht existiert. Klar, so wenn Millionen Menschen mit einmal kommen, alles ist zu. Alles ist gestoppt. Es gibt jetzt auch also Probleme zum Beispiel. Ja, die Russen, die lassen nicht Menschen aus den Städten, die so erobert oder umgekreist mit Russen sind. Die lassen einfach also friedliche Menschen nicht raus. Ja, die müssen dort bleiben und die bekommen keine humanitäre Hilfe, sie bekommen keine Nahrungsmittel, keine Medizin, nichts. Und die Russen lassen auch sie nicht weg. Das ist, wie heißt es? Das ist nicht normal. Sichtbar, dass zum Beispiel in Wechselstube es gibt nur Verkauf und Preis. Also das heißt, dass jetzt ganze alle Ausländerwährung darf man nur verkaufen und nicht mehr kaufen. Es war ein riesiger Unterschied zwischen Einkauf und Verkaufpreis in verschiedenen Währungen. Bei uns das ist Euro, Dollar, polnische Zloty, längere Zeit es war russischer Rubel. Erster Tag es war also wahnsinnig großer Unterschied. 30% Einkaufpreis und Verkaufpreis, das ist also richtig viel. Normalerweise ist es 1%, also ihr müsst das verstehen.
Und jetzt einfach seit ein paar Tagen habe ich schon mitbekommen, dass also die, denen gibt einfach schon nicht mehr zur Verfügung. Heute ist 10. Tag der Krieg und ich verstehe, das sind zwei wichtigste Sachen, was man braucht, um also gut zu funktionieren. Es ist wichtig, gut schlafen und gut essen. Wenn du weder schläfst noch isst, dann kriegst du echt richtige Probleme und voll Stress. Und heute muss man noch eine Familie zur Grenze schaffen. Dort es gibt eine behinderte alte Frau und ihre Tochter. Und dann ich werde versuchen schon was anderes machen. Es gibt ein so ziemlich langfristiges Projekt. Wir wollen so eine Munitionshilfe machen. Also nicht Munition, sondern also Ausrüstung. Wie Knieschützer, Helmen finden, wo kann man das kaufen und dann kaufen und dann hier liefern und dann weiter nach Osten zum Soldaten. Es ist sehr wichtig. Ja, es ist echt sehr wichtig. Wir schaffen es. Es schneit heute ein bisschen hier. Jetzt ich gehe auch auf Snizhner Straße. Snizhner, das heißt also wie Schneestraße. Es schneit und ich gehe auf Schneestraße. Und das ist 10. Tag der Krieg. Familie mit behinderten Frau, die man evakuieren muss. Also ich habe gelesen von über 1 Million von Flüchtlingen. Es wird wahrscheinlich noch mehr in nächsten Monate. Und viele Soldaten zurückfahren. Und ja, viele gehen gern in die Armee und wollen ihr Land schützen. Deshalb, das wird dauern. Es gibt jetzt ziemlich viele Busse, die fahren aus Polen mit polnischen Kennzeichen. Öfter auch sind Ukrainer da. Sie fahren verschiedene Hilfsmittel, Humanitärhilfe, Medizin und Militärzeug. Normalerweise keine Waffe, sondern verschiedene Militärsachen. Helfen damit recht ist ganz schön viel, weil wie zum Beispiel jetzt, wir haben so eine Mobilisation, 100 oder 200.000 Soldaten mehr und die brauchen alle, keine Ahnung, Taschenlampen, Schlafsäcke, nicht die Jungen-Teppiche, also touristische Teppiche, kennt ihr sowas. Und ich hoffe, dass wir können auch irgendwie dafür helfen. Mit unserer Tankstelle, schauen wir mal. Es gibt dort einfach keinen Preis, es gibt also diese Tankstelle, es gibt keinen Sprit. Es gibt schon manche solche, nicht alle, aber manche. Also Benzin, Diesel, Gas, alles nicht mehr als 20 Liter. Ich werde jetzt also tanken und ich brauche ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ich werde auf eine Tankstelle fahren und dann zum anderen Tankstelle fahren, um einen vollen Tank zu haben. Weil man weiß nicht, was morgen wird. Es ist einfach jeden Tag, verschiedene Nacht, es ist immer was Neues. Besser einfach bereit zu sein, jeden Moment einfach loszufahren. 500 Kilometer, 600 Kilometer. So lang wie dein Tank reicht. Auch was so auch schon interessant ist, patriotische Werbung auf der Straße. Schreiben diese Wörter von dem Zöllner. Ja, der hat beim Radio mit einem Schiff gesprochen. Ein russisches Schiff geht also weg, sozusagen. Das ist überall. Einzige Sache, was mir dort nicht gefällt, ist einfach das Wort, wo sie müssen hingehen. Das ist ein Schimpfwort. Und ich denke nicht, dass es ist was Gutes, was muss unbedingt also hier sein. Der Krieg wird vorbei. Aber das Wort bleibt einfach in Kultur und das wird so akzeptiert und genommen als was Normales. Also nicht unbedingt sehr gut. Aber ja, klar, das ist schon also mutig. Ja, der hat es also gut gesagt, also richtig, ja, also gezeigt, bitte geh nach Hause. Was schön ist, ich sehe, dass also kann man endlich irgendwo irgendwelche Währung kaufen. Das ist heute der erste Tag, wo ich das also überhaupt sehe, weil davor, das war einfach also eher in alle Wechselstube, das war leer. Meine Nachbarn, die haben schon ein bisschen vorbereitet verschiedene Sachen für unsere Soldaten kaufen, welche Thermo-Unterwäsche. Zena Horotesch? Nee, das ist dort, wo ich ihn heute buddel. Da. Verschiedene Thermo-Unterwäsche und haben welche Fabrik gefunden, wo sie das alles hier machen und können ziemlich schnell, zügig machen. Das finde ich super, weil das ist echt etwas, was man also jetzt richtig braucht. Wir packen das alles zusammen und wollen das richtig machen, dass es wird also zentralisiert und weiter zum Front fahren. Что там ещё взяты? Постель на гору мне. Ага, добре, я піднесу. Добре. Also wie das alles, wie viele Volontäre und Freiwillige sind, die sind bereit.
dafür, also jetzt ihr Land zu schützen mit allen Mitteln, was es überhaupt gibt. Das ist echt mutig und super. Das einigt. Alle sind einig.